Der erste Viewplan hatte sich auch gerade angekündigt. Jetzt kleiner Nachtrag nochmal. Der nennt sich Windy, so wie ich das richtig gelesen habe, Windy Ridge Viewpoint. Und da wird man sicherlich schon einiges an Informationen bekommen und auch sehen, was da so passiert ist. Ne? Wird man schon mal den ersten Einblick kriegen in die Zerstörung. Ne? Ja, 26 Meilen dauert das noch. Das sind roundabout 40 Kilometer. Ne? Also bei meiner Geschwindigkeit hier mit 35. Mit 35 Klamotten bin ich in 40 Minuten da oder 45. Tschüss. Da vorne seht ihr den Mount St. Helens mit seiner klaffenden Wunde. Und hier ist das Zerstörungsgebiet sozusagen. Guck mal raus. Die ganzen toten Bäume. 1980 war der Ausbruch. 25 Jahre ist das her. Und die Bäume, die Reste stehen immer noch. Und liegen hier überall als totes Holz rum. Und aber langsam wächst der Nachwuchs wieder ran. Aber ihr seht es. Und der ist echt weit weg, ne? Uiuiui, das muss ganz schön gerumst haben. Die Straßen sind hier kaputt. Boah, überall abgesackt. Heftig. Ja, also das war hier quasi die Todeszone. Hier ist alles kaputt gegangen durch den Ausbruch. Und die Druckwelle. Ich nehme an, Druckwelle, ne? Ich weiß es nicht. Die Ranger machen hier übrigens Erklärungstouren. 1.30 Uhr, 2.30 Uhr und 3.30 Uhr, dreimal am Tag. Und erklären so ein bisschen was zur Geschichte von Mount St. Helens und zu den Details. Na gut, okay, solche Sachen kann man natürlich auch im Internet nachlesen. Zur Not. Ich zeige euch das hier mal so ein bisschen. Ja, der Mount St. Helens ist prima zu sehen. Echt klasse. Liegt schön in der Sonne. Und ist der Mount Perle. Sir Perle. Und zur Hälfte auch in den Wolken oben. Die Spitze sieht man nicht. Aber das macht einen ganz interessanten Kontrast. Also das finde ich nicht schlecht. Und es macht sicherlich auch schöne Bilder. Thank you.
Sollen wir mal gucken, wenn wir hier um die Ecke kommen, ob wir den mal unseren Helms wieder zu Gesicht bekommen? Nee, kommen wir nicht. Aber vielleicht gleich. Bleibt gespannt. Hier ist auch noch die Zerstörungszone. Und hier ist schon wieder ein Nachwuchs am Wachsen. Seht ihr? Das ist alles frischer Krempel. Aber da vorne auf den Hügeln, seht ihr auch alles kaputt. Ne? Alles weggefetzt. Ne? Und auch zur bergabgewandten Seite. Seht ihr das? So, jetzt muss ich mal gucken hier. Pass. Sowieso leg will ich nicht. Windy Ridge Viewpoint. 7 Meilen. Ja, will ich. Windy Ridge Viewpoint. Ja. Also hier sieht man überall in den Hills die kaputten Bäume, ne? Vom Ausbruch. Unglaublich, ne? Und der hat richtig viel zerstört, ne? Und das war eigentlich ein kleiner Ausbruch. Das war, was heißt ein kleiner Ausbruch? Ich meine, da bin ich wieder. Die halbe Flanke, eben war Akku leer, muss ich den Akku wechseln. Ja, hier kann man das auch schön sehen. Das ganze tote Holz, alles kaputt gegangen damals. Seht ihr das? Ich hoffe, man kann das im Video erkennen. 7 Meilen ist natürlich noch eine Ecke, ne? Das sind 7 Meilen, 11 Kilometer. Komme ich also wahrscheinlich noch einiges dichter ran, was mir natürlich sehr, sehr gut gefällt, ne? Ja, finde ich spannend. Also das hat sich jetzt, diese Geschichte hat sich echt gelohnt. Das Wetter ist echt perfekt, ne? Also okay, ist ein bisschen bewölkt, aber die Sonne ist raus, Wolken sind da, okay. Der St. Helens liegt so ein bisschen in Wolken, das ist auch okay. Also schon faszinierend. Und mit so gutem Wetter habe ich gar nicht gerechnet. Heute Morgen, ihr wisst es. Gut, dass ich diese Seite mal angefahren habe. Guck mal hier, wie kaputt die Straßen sind. Die sacken alle ab. Das ist immer alles hier vorne auch. Alles so runtergesackt. Ganz komisch. Steht ein neuer Ausbruch bevor. Perle mittendrin. Ich will noch nicht drauf gehen. Nein, will ich nicht. Ich will noch dampfen. Ich muss viele deutsche Dampfer erlösen. Hier vorne auch. Überall sind die Straßen abgesackt. Ganz komisch. Auch schon auf dem Weg hierher. Ich denke, was da denn? Überall so Beulen drin, ne? Da auch schon wieder. So, was haben wir da? Cascade Peaks, Viewpoint. Hier ist ein Viewpoint. Wo ist denn der Viewpoint? Ich sehe hier keinen Viewpoint. Scheiße, jetzt fahre ich hier im Gegenverkehr. Oh, hier. Ach, da ist er her. Geil. Kann ich euch ja gleich zeigen. Ja, machen wir dann auch nochmal ein Stöpperchen, ne? Da kennen wir ja nichts. Cascade Peaks, Viewpoint. So. Gehe ich mal mit euch raus und zeige euch das nochmal. Ich hoffe, es ist nicht so windig. Licht aus, parken, Motor aus und Attacke. Ne, ist nicht windig, geht. Dann zeige ich euch mal den Mount St. Helens, wie er jetzt aussieht. Ja, ist doch ein bisschen windig. Aber ich zeige ihn euch jetzt mal, auch wenn es der Wind jetzt in die Kamera bläst. Da haben wir ihn. Geil, ne? So, mache ich auch nochmal Fotos mit meiner vernünftigen Kamera. Habe ich euch zu viel versprochen? Super, ne? So, jetzt mache ich Tschüss und melde mich nachher nochmal. Bye. Hoho, da ist der Mount St. Helens. Unglaublich, wie dicht man da rankommt. Also, das hätte ich nicht erwartet, ne? Das Wetter ist natürlich auch super und die Wolken verpissen sich gerade. Das heißt, ich habe Bilder, wo er in den Wolken liegt. Und guck mal da, danach kommt nämlich nichts mehr, wenn die Wolken gleich weg sind. Seht ihr das? Seht ihr gar nicht, ne? Warte mal, muss ich mal vernünftiger. Ein bisschen vernünftiger meine Kamera halten, aber Autofahren, hier serpentintechnisch. Und filmen gleichzeitig ist immer ein bisschen blöd, ne? Ja, schon geil, ne? Also, boah, man kommt da richtig dicht ran, ne? Hammer. Die ganze Flanke, die ihr da seht, die ist weggeflogen, ne? Deswegen sieht er auch so vernarbt aus. Ne? Das war ja damals mal ein normaler Berg. Ne? Und dann seht ihr das Loch, was er da reingesprengt hat. Ne?
Also mit dem Wetter habe ich echt Schwein, ne? Boah, mit dem Licht habe ich Schwein. Passt alles, ne? Richtig gut. Ich habe im Internet mal geguckt, gegoogelt nach Mount St. Helens und da ein paar Fotos von ein paar anderen Freckels, ne? Und hier ist auch oft richtig schlecht Wetter. Und es ist schwierig, mal ein schönes Foto in den Kasten zu kriegen. Aber das wird mir ja wohl heute gelingen, ne? Ich habe schon jede Menge Fotos gemacht. Ich kann mich da gar nicht losreißen. Interessant ist auch, da ist ein riesen See, ein Lake. Hier in diese Richtung ist ein Lake. Der ist um die Hälfte kleiner geworden nach der Explosion. Und da schwimmen riesen Bereiche. Sieht aus, als wenn da Sand drauf ist, wenn man so von oben guckt. Ne? Dann denkt man, das ist Sand oder sowas. Ne? Wie so eine Betonschicht. Nee, wisst ihr, was das ist? Das sind Baumstämme, die da alle gestapelt liegen. Da liegen Millionen und Abermillionen Baumstämme als Riesenfläche rum auf dem See. Ne? Immer noch von der Explosion 1980. Ne? Das sieht völlig bizarr aus. Nicht abgedreht. Boah, guck mal hier dicht dran. Guckt euch das an. Also wenn der hochgeht, dann sind wir weg. Also wenn der heute hochgeht, dann war's das, ne? Dann braucht ihr nicht mehr mit Videos von mir rechnen. Wenn der nochmal abrübsen sollte, ne? Wenn er nochmal seine Verwüstung starten sollte. So, hier ist, glaube ich, Ende. Weiter geht's hier nicht. Das ist auch mir persönlich dicht genug, ne? Und das will ich nicht übertreiben, ne? Windy Ridge, ja, hier ist es doch. Lass mal gucken. Windy Ridge Viewpoint. Boah, das finde ich aber hier persönlich nicht ganz so schön. Finde ich nicht ganz so toll. So. Ich mache noch mal ein paar Fotos. Ne, das ist nicht so schön. Aber dicht dran, ne? Guckt euch das mal an. Da, diese ganze Flanke, die ihr in der Mitte seht, die ist weg. Und die ist weggesprengt worden. Und die liegt hier irgendwo vorne in diesem Bereich rum. Das ist damals hier in die Luft geflogen. Ich kann das ja mal versuchen, mit dem Finger zu zeigen. Dieser gesamte Bereich, der ist hier rüber geflogen. Da will ich gleich mal ein paar Fotos von machen. Und in der Mitte bildet sich ein neuer Lavadom. Den kann man aber von hier nicht sehen. Ey, das sieht ja aus wie auf Y. Kraterlandschaft hier vorne, seht ihr das? Ja, das ist der ganze Berg, der dahin geflogen ist, ne? Und das ist ja nun auch viel runtergekommen. Aber guck mal hier, die Wolken sind gleich weg. Geil, ne? Geiles Timing. So, der Ranger, ich sehe gerade, der Ranger macht da vorne eine Vorführung und bequatscht und erzählt da gerade eine Menge. Aber ich mache trotzdem erstmal nur Fotos. Tschüss. Geil. Also diesen Windy Ridge Viewpoint finde ich, man ist zwar dicht dran, finde ich persönlich aber nicht so schön. Man kann auch noch hier oben auf diesen kleinen Berg stiefeln. Wollte ich erst machen, aber da ist ein Ranger, der hält ja den Vortrag. So, und dann habe ich gerade festgestellt, das sind hier alles Bezahlgeschichten. Ich muss hier eine Gebühr bezahlen, das habe ich halt getan. Und durch meinen Nationalparkpass wird das garantiert nicht abgedeckt. Also habe ich mir das darauf gestiefelt gespart, weil ich nehme nämlich an, wenn der Ranger gleich fertig ist mit seiner Vorführung, der guckt in die Autos, so, ob die Leute ihre Gebühren bezahlt haben und dann gibt es ein Ticket, ne? Also das riskiere ich nicht. Also mache ich mich hier vom Acker. Habe ich mir das hier wieder erschlichen. Ne? Hier vorne sieht man das auch noch mal besser. Die Verwüstungssituation. Also ist schon schwer beeindruckend. Ne? Aber der andere Viewpoint da hinten, der gefiel mir wesentlich besser. Da will ich gleich auch noch mal stoppen. Da mache ich noch ein paar Abschiedsfotos. Der gefällt mir wirklich klasse. Und dann sage ich euch auch mal, wie der heißt. Also die Sackgasse, Windy Ridge, finde ich persönlich nicht so prima. Hätte sich auch schenken können, das hätte auch bis da gereicht. Weil man da das einfach alles viel besser überschauen kann. Bei Windy Ridge ist es natürlich interessant, man sieht das, da habe ich auch ein paar Fotos gemacht, das rückwärtige Land, wo quasi die gesamte Flanke hingeflogen ist. Ne? Und wie das da jetzt aussieht, also da wächst ja nichts mehr. Ne? Also ich meine, jetzt fängt es wieder an zu wachsen, aber alles, was da mal so stand, ist komplett weg. Gibt es keine Bäume mehr, das noch nicht mal mehr irgendwelche Stümpfe oder sowas. Also man sieht im Wasser, da ist noch ein bisschen Wasser. Da sieht man die ganzen, das ein bisschen Holz rumtreiben noch. Aber ansonsten ist das komplett ausradiert. Ne? Sieht aus wie auf dem Mond. Ne? Oh, völlig verrückt. Hier, von hier ist das doch tausendmal geiler. Guck mal. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ich muss natürlich erst ein bisschen auf die Straße achten. Hier sind auch überall Schlaglöcher. Sorry.
Sorry, meine lieben Freunde. Ich will euch ja nicht ärgern hier. Ja, aber ich videorisiere wieder, ne? Pff, wie ein großer. So, ich höre auch gleich auf, euch weiter zu belästigen. Dann muss ich mal gucken, wie ich jetzt, ob ich noch mal auf die andere Seite fahre. Zeit hätte ich ja noch, aber wer weiß, wie weit das ist. Die Entfernungen sind ja immer so brachial, ne? Weil von hier direkt zum anderen Viewpoint vom Westen aus ist es nicht weit weg. Aber ich muss ja außen rumfahren irgendwie. So viele Straßen gibt es ja auch nicht. Also diesen Viewpoint hier finde ich wesentlich besser. So, das wollte ich euch ja noch sagen. Also bis zum Schluss braucht ihr nicht unbedingt fahren. Ich, klar, wenn ihr hier seid, macht das. Smith Creek Viewpoint. Smith Creek Viewpoint finde ich wesentlich geiler. Da steht auch dieses Schild. Man braucht da so einen komischen Pass. Ja, guck mal hier. Viel, viel cooler. So. Peace, meine lieben Freunde. Ich mache noch ein paar Abschlussfotos und dann mache ich mich hier vom Acker, bevor das Ding wieder in die Luft fliegt. Naja, wird wohl heute nicht in die Luft fliegen, aber könnte sein, ne? Könnte immer passieren. Aber sowas kündigt sich an, ne? Das, also mit Erdbeben und sowas, ne? Also der fliegt nicht von jetzt auf gleich in die Luft, sondern so ein Vulkan, der meldet sich vorher. Und diese Zeichen, die muss man halt so als Vulkanologe deuten können, ne? So, ich mache jetzt ein paar Fotos und dann tschüss. Peace. Geil, ich bin richtig happy. Hat sich gelohnt, hierher zu kommen. Gut, das erste war noch nichts mit dem Mount Rainier. Aber das hier ist ja, der ist ja ein Traum, ne? Das ist echt ein Traum. Geil, tschüss.